Ambalavim, Wiffleblarfen, Zernefu, Mishladevu, Fumadiglekshen, Wishnoi, Malerv, Flizomishavuyibs, Wishnoi, Malerv, Flizomishavuyibs, Zomboy, Loonies, Malerv. Joho, Sims 4 Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 Zeit für Freunde in der Großstadt. Tja, unser Akito, es ist 2.13 Uhr und oh, guck mal, der Platz ist frei. Wie wär's denn mit Gitarre improvisieren? Es ist 2.13 Uhr und unsere Sims sind alle am Schlafen, bis auf Akito, der, ja, wie soll ich sagen, momentan eigentlich ganz so leichtes Leben hat. Oh, aber er kann, oh, das ist laut. Er kann aber wirklich gut Gitarre spielen inzwischen, das muss man ja sagen. Also er hat sich wirklich dramatisch verbessert. Sowohl was seine Fähigkeit als Musiker angeht, als auch seine gesanglichen Qualitäten. Das heißt, mit ihm sollten wir eigentlich inzwischen in der Lage sein, ein bisschen Geld zu verdienen. Du müsstest mal ein paar Lieder schreiben, mein Freund. Du müsstest mal ein paar... Lieder schreiben. Okay, da hat wohl jemand seine Klamotten verloren und ist erstmal nackig schreiend durch die Gegend gerannt. Hey, guck mal, wir haben jemanden, der uns zuhört. Okay, das glaube ich ist ein Vampir. Ich befürchte, das ist ein Vampir. Wer bist du? Alex Meyer. Der sieht ja lustig aus. Bist ja ein cooler Dude, der Alex Meyer. Du denkst dir auch erstmal, hey, neue Musik jetzt. Ja, was sich Akito denkt, das weiß ich nicht so genau. Also, es ist recht offensichtlich, dass momentan sein Gefühlsleben ins totale Chaos gezogen wurde. Allerdings können wir uns darum momentan gar nicht so sehr kümmern, denn wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Sims Geld verdienen für ihre Wohnung. Und kein Job ist sicherlich keine gute Option für Akito, auf Dauer glatt zu kommen. Wie wär's noch mit um Spenden bitten? Nebenbei so ein bisschen? Das wäre eine ganz gute Sache. Bei unserem Rohan, der Rohan, steht die Arbeit tatsächlich richtig im Vordergrund. Also im Gegensatz zu Akito, der noch daran arbeiten muss, das mehr in den Mittelpunkt seines Lebens zu rücken, anstelle sich permanent Gedanken darum zu machen, warum bei ihm alles die Brüche geht. Da muss ich immer erstmal ein Ziel setzen. Hat sich halt Rohan ein Ziel gesetzt. Um es mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Er hat halt wirklich viele Monate seiner Teenagerzeit damit verbracht, um andere Dinge zu tun, andere Leute zu umwerben, sich ein anderes Leben aufzubauen, hat sich dann entschieden, okay, dann sind wir halt alle noch Freunde. Und ist in diese WG gezogen mit dem Ziel, Politiker zu werden. Ich weiß nicht, was wir noch alles machen müssen, um endlich Politiker zu sein. Nun wird es Zeit für saubere Feldarbeit hinter dem Podium. Wann kriegen wir dann endlich unsere Beförderung. Wir müssten noch ein Anliegen erfolgreich vorbringen. Ob uns das den Kick geben würde? Wir müssen, glaube ich, darüber hinaus, nicht wahr? Aber wir haben unsere Beförderungsaufgabe erfüllt. Wie sieht's denn hier aus mit Steve? Nimm aktiv am Arbeitstag eines Polizisten teil. Ah, ja, wir müssen uns auch mal wieder aktiv mit seiner Polizeikarriere beschäftigen. Und hier haben wir, das wird zur Abschließung haben wir gemacht, also Simstagram-Forscherin sollte bald Geschichte sein. Wir sollten bald eine Online-Persönlichkeit sein. Jede Menge Bilder und dein Job ist es, dir alle anzusehen. Sieh zu, dass ständig neue Bilder in deinem Blog erscheinen, um die Popularität aller Simstagram-Nutzer, die mehr Follower brauchen, zu erhöhen. Nächste Beförderung, Katzenvideodreherin. Also wir sind jetzt quasi schon eine Online-Persönlich... Achso, das ist unser Job. Ah ja, und wir wären dann Katzenvideodreherin. Also wir sind in der Politikerkarriere und unser nächster wäre Beamter, freundlicher Lobbyist. Also wir sind ja quasi Politiker... Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. So, Akito, wie sieht's denn aus? Du bist super mega müde. Um Spenden bitten geht halt auch einfach nur, wenn du dann mal kurz aufhörst und wirklich jetzt um Spenden bittest. Vielleicht kommt's hier und denkt, nein. Ich bin so ein bisschen müde, aber... Oh, wow, okay. Leute. Hallo? Hallo? Hat jemand hier Geld für mich oder so? Nein? Okay. Vergessen wir, dass ich hier Musik gemacht habe. Ob unser müder Vampir Geld für uns... Er geht doch weg. Oh nein, er will kein... Er will nicht... Oh. Ich habe das Gefühl, das bringt nie sonderlich viel, hier um Spenden zu bitten. Wir sollten dann wohl mal zurück nach Hause gehen. Ich bin auch mehr als müde und bin des Singens müde und überhaupt. Und was soll das alles hier? Das ist ja gar nicht schön. Kein Geld, nichts.
Wie soll ich denn als Straßenkünstler je? Oh, wow, wie sich das Licht gerade verändert hat, ne? Weil die Sonne aufgeht und die Nachtlichter haben sich ausgeschaltet. Okay, aber es geht allen soweit ganz gut. Rohan wird als erstes morgens hungrig aufwachen. Steve ebenfalls und Eleonora auch. Dann haben wir das doch endlich mal wieder hinbekommen, dass sie alle außer Akito einen normalen Schlafrhythmus haben. Wie schön. Ich wollte Akito ja auch mega der DJ sein, ne? Magst du hier hochkommen, Schatz? Magst du hier mal nach oben laufen? Du kannst dich ja mal... Kannst dich ja mal hier in dein Bett ballern. So. Schlafen. Monster unter dem Bett einsprühen. Ich glaube, das brauchst du nicht. Dann baller ich mich mal in mein aufblasbares Schrottbett. Spontan lange Flatterhaare. Und zack. Und weg ist er. Alles klar, da wir bald arbeiten müssen. 2 Stunden noch. Wäre ich dafür, dass Rohan noch ein bisschen, noch ein kleines bisschen schlafen? Jetzt sit. Guten Morgen, Rohan. Ah, guten Morgen. Boah, habe ich einen Hunger. Ah, ich muss ja wieder fit sein für den Arbeitstag. Und wir müssten uns unbedingt was zu machen kochen. Warte mal, bevor du jetzt anfängst, was zu kochen. Du machst es wahrscheinlich wieder nur für dich selbst. Gehst du jetzt Frühstück servieren oder machst du jetzt Rührei mit Speck? Weil das müsste eigentlich jeder hinbekommen. Sei denn, er wohnt in Spandau, so wie ich, und hat aus unerfindlichen Gründen permanentes Bedürfnis, das Essen zu versalzen. Das ist einfach, weißt du, das ist so... Ich weiß nicht. Gut. Kostet auch nicht so viel. Oh Gott, wir müssen uns unbedingt Geld zulegen. Also wir brauchen unbedingt Money. Ihr müsst unbedingt... richtig reinhauen. Haben wir nicht auch die Möglichkeit vielleicht, hier mit Lebensbelohnungen sind wir nie nachgegangen, Akito kennenlernen. Oh, hätte man noch das Bedürfnis, Akito näher kennenzulernen. Ja, wenn ich ja schon nicht haben kann alles, was ich will, werde ich wenigstens berühmte Politiker und kann fördern meine Freunde. Wenn ich hier Freunde... Ah, verdammte Scheiße, ich kann nicht kochen. Ah, wenn ich die Freunde fördern lasse. Ich meine, er sieht ja jetzt einfach schon mal super handsome aus. Das hat sich ja schon mal dramatisch weiterentwickelt zu dem, wie es angefangen hat. Ich meine, Rohan sah immer schon gut aus, aber das ist halt jetzt einfach... Holy, die Frisur und der Bart. Rohan muss... nee, die machen wir von zu Hause aus. Steve muss auch bald aufstehen. Wir müssen jetzt Briefe schreiben mit 2 Nachbarn über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Das ist ja easy. Oh, was ist hier los? Ja, ich guck mal auf Simstagram. Die neuesten Bilder von mir sehen ja komisch aus. Ob ich mir was zu essen machen soll? Rohan kocht, ne? Setze ich mich erstmal hin und warte hier. Ja, guck mal, das ist ja schon fertig. Da kannst du dir ein Gericht nehmen und er hat sich auch schon ein Gericht genommen und jawohl. Dann mach doch mal. Ja, guten Morgen und so, ne? Aber was guckst du denn so unglücklich? Ich habe lecker Rührei gekocht. Das ist richtig lecker. Da kann man sich nicht beschweren. Bisschen über Interessen reden. Was haben wir noch? Wir können nicht über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Ne? Wir müssen uns wirklich mit Nachbarn mal von Angst vor Vampiren zu geben. Smentina? Ari, geht es dir? Du siehst ja heute aus wie ein nasser Müllsack. Ja, ich bin ein bisschen unglücklich mit der Welt und auch meinem Beziehungsleben und so, weißt du? Ah ja, das kann ich verstehen. Wusstest du schon, dass ich Vampire geben soll? Apropos Beziehungsleben, nachher beißt dich noch eine. Das wäre nicht so gut. Ach, naja, Eleonora benimmt sich ja schon teilweise wie so ein Vampir. Von daher, was soll ich sagen? Ja, das stimmt. Die saugte deine Persönlichkeit aus für ihre Interessen. Das ist ja das Leben eines Vampirs. Das stimmt wirklich. Eleonora benimmt sich wirklich ein bisschen wie so ein Vampir, aber wie so ein Social-Media-Vampir. Du musst alleine los. Ich möchte jetzt gerade keine Polizeikarriere spielen. Aber Eleonora benimmt sich wirklich wie ein Social-Media-Vampire. Was wohl passieren würde, wenn sie ein Vampir wird. Aber wir können ja nicht, also es ist nicht so, dass das passiert nicht irgendwie, dass unsere Eleonora gebissen werden kann von jemandem. Ne, das kann nicht einfach so passieren. Ich hab vielleicht ein bisschen Schiss, ob Sims irgendwie gebissen werden können oder dass man Kontrolle hat, so wie das bei den. Kannst du mal aufhören zu essen und ins Arbeiten gehen? Wie das bei den Aliens der Fall ist. Die Alien-Entführungen bei mir nehmen momentan wieder massiv zu. Ich habe schon echt Angst ein bisschen um das Let's Play, ob hier nicht wieder irgendjemand schwanger wird. Bei Steve hat es ja anscheinend nicht funktioniert. Was ist hier los? Ach mal, hallo sagen hier, was? Ah, guten Morgen, Nachbar. Ich muss auch mal gucken, wie geht der Post. Bist du unzufrieden? Was ist denn hier los? Versuchen zu beruhigen. Der Freunde hier, irgendwas stinkt hier. Aber da hat schon wieder jemand seine Müll angeklemmt, was? Ja, Mann, guck dir das mal an. Das ist ja ekelhaft, wie das hier stinkt. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Er ist sehr wütend. Er ist
Er ist sehr wütend. Können wir vielleicht irgendwie ein bisschen tratschen, ein bisschen unverfänglicher Tratsch, ein bisschen über Bücher reden. Das geht eigentlich immer ganz gut. Wir können uns über unsere Probleme beschweren. Wenn jemand wütend ist, müssen wir das eigentlich verstehen. Eine geschickte Entschuldigung ist doch immer eine gute Sache. Wer ist das denn hier? Herausforderungsleiterin. Wer ist, was bist du denn? Was für eine Herausforderung? Geh weg. Meine Grabs, meine Bepöke. Oh ja, was ist dein Problem? Komischer Nachbar, warum regst du dich so auf? Ihr poppt die ganze Nacht laut nebeneinander und das geht gar nicht. Das macht ziemlich aggressiv, weil ganz ehrlich, ist nicht so cool, wenn man so laut ist. Nee, das muss ja nicht sein. Fotos teilen, vielleicht kommen die auch dann miteinander klar. Wir sollten ja... Ein Geek, das ist gut. Das bedeutet, ihr müsst über Videospiele reden. Wenn beide Geeks sind, das, darüber können sie sich wieder vertragen. Okay, was gab's noch? Ja, wieder ein bisschen Tratsch. Ja, Mann, mit dir habe ich sogar wieder ein bisschen gute Laune hier. Aber ansonsten echt ein scheiß Tag. Oh ja, hast du Probleme mit deiner Liebesleben? Das klingt immer so, als hättet ihr überhaupt keine Probleme, sondern richtig ordentlich Party. Ja, so ein bisschen Party ist schon, das ist schon richtig. Nein, du kannst dich gleich mal die Post kümmern. Oh, ist keine Post da. Können wir das machen? Beim Vermieter beschweren. Au ja. Also, ist ja nicht, das ist ja ekelhaft, dass hier so stinkt. Was ist los? Hallo, Vermieter, warum ist da die Mülleimer komisch kaputt? Können ich sie reparieren? Gerne, ich habe keine Lust, das zu machen. Natürlich, da du ein guter Mieter bist, werde ich nachsehen. Na, das ist doch schon mal was. Oh lol, da kommt erstmal gleich ein Handwerker und macht das. Hammergut. Ach guck mal, Mio räumt für uns auf. Ah, Mio hat wahrscheinlich echt gerade. Vielleicht hat er mit Amanda wieder ein paar Probleme. Weiß ich nicht, weil Amanda ist ja so ein bisschen so auf dem, wie soll ich sagen, ich möchte gerne reich und berühmt sein, Trip. Hat sich ja deswegen auch voll an Rohan rangeschmissen. Zwei Nachbarn über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Aus der Kategorie freundlich, das kriegen wir hin. Können wir unseren Grundbesitz plaudern? Das ist schon mal dahingehend. Und da Veränderungen in der Nachbarschaft. Perfekt. Sag mal, Mia, ich hätte ja lieb, dass du hier manchmal ein bisschen aufräumen gehst. Was ist denn los mit dir? Ist alles in Ordnung? Ihr habt doch ordentlich tolle. Ihr habt doch eine gute Leben, Familie und so. Weißt du? Dinge, die ich nicht besitzen werde, niemals in meinem Leben oder sowas. Ich bin hierher gezogen, hatte Vorsätze, gute Vorsätze, aber letzten Endes mache ich gerade nur meinen Job. Das ist sehr anstrengend. Ja, was soll ich denn sagen hier? Das Feuer der Liebe ist so stark entflacht in der Männer, die dreht richtig am Rad. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wir so eine richtige High Society-Nudel werden. Ich komme damit nicht klar, Mann. Aber das ist aber nicht schön zu hören. Hier kann man sich mal ein bisschen auskotzen. Eleonora, kommt jetzt hier auch angelatscht oder was? Oder mit wem wollen wir hier in Gruppenkonversationen verfallen? Follower-Witze erzählen. Dann mach doch mal. Ach, das haben wir ja sowieso schon eigentlich. Kannst du trotzdem mal Witze mit Followern teilen? Hat sie sich gerade übergeben müssen? Was ist denn los? So. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie. Wieso willst du immer die Hände von allen Leuten küssen? Das macht man in Indien, ja? Ich glaube nicht. Zweck promoten, das ist doch schon mal eine gute Sache. Sag mal, du und dein glänzendes Lächeln, wärt ihr bereit, für meinen Zweck zusammenzuarbeiten? Kommst du vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken? Ja, das ist eine gute Idee, du. Also mit dir kann ich echt über alles reden, all meine Probleme und solche Sachen. Das finde ich sehr schön. Ja, es ist so explosiver Stoff, der gerade in meinem Leben hier explodiert und passiert, ne? Bin ja kein so ein Roboter, der alles so runterschlucken kann. Das kann ich nicht. Ah ja, das Gefühl kenne ich und dann habe ich einfach damit abgeschlossen. Die Musik in meinen Ohren, apropos Musik. Ich verlenke mich von der Musik ab, die immer durch die Wohnung geistert, indem ich ein bisschen mehr Fitness mache. Was für Musik denn? Achso, das laute Zeug, was immer rüberklimpert, oder was? Also ich finde das immer sehr nervig, du. Ich kann ja nicht schlafen, wenn es bei euch wieder so laut ist. Also Kunst und Musik hin und her, ne? Aber das ist, muss nicht sein. Ich kann verstehen, dass es dir nicht gefällt, aber ich höre Akito sehr gerne singen. Verstehst du, da vergesse ich den Müll des Alltags und des Lebens und dann ist immer alles schön. Aber ich persönlich hätte gerne CDs von ihm, aber irgendwie will er nicht so richtig. Er kommt nicht so richtig in die Gänge, habe ich das Gefühl. Weißt du, ich finde, er könnte mehr aus sich machen. Er bringt ja nicht mal Brot nach Hause, ist er hier. Schläft auf einer Matratze, das ist ja, also, das ist nicht gerade der Reiche. Ja, gut, sich selber in Broadlodge. Oh, irgendwie so voll so der geile Film, so, den muss ich jetzt erstmal voll so gucken und so, Gleich muss ich so voll so arbeiten eigentlich. Muss ich jetzt arbeiten? Nee, wir haben heute frei. Ich meine, ich hatte mal so auf eine Beförderung gehofft. Nehmen wir doch mal ein Gericht. Boah, hier ist sogar noch ein bisschen was übrig, das können wir wegstellen. Akito ist hungrig, aber schläft auch noch. Aber bis 11 Uhr. Also typisch Künstler, ne?
Komm hier, geh mal Akito wecken, wenn du schon da arbeiten musst. Geh da mal hin. Ich kann doch nicht wahr sein, das ist jetzt schon fast 23:30. Hallo, Akito. Ah, guck mal, wie niedlich er am Schlafen ist. Kannst du schon mal aufwachen? Hallo, Akito. Oh, ja, ich hab nicht verschlafen oder sonst irgendwas. Das ist alles gut, kein Problem. Mir geht's gut. Wieso will sie denn mit uns reden? Muss erstmal. Ich geh mir gleich was zu essen holen, ja? Okay. Ach, ich setz mich hier aufs Bett. Was ist los? Mit Erika plaudern. Ich will nicht mit Erika plaudern. Ich will jetzt hier meine Arbeit erledigen. Ich kann aber draußen stehen bleiben. Die soll hier nicht in unsere Wohnung kommen. Wir müssen Briefe schreiben. Und das war auch unterschreiben, ne? Genau, Briefe schreiben. Dann mach mal deinen Job hier. Geh mal Briefe schreiben. Hast du jetzt was zu essen geholt? Oh, irgendwie ist doch voll so lecker, irgendwie so morgens so bekocht zu werden und so. Ich kann mich da voll so dran gewöhnen. Ich brauche mich später so voll so die Assistentin persönlich und irgendwie so voll so. Ja, was auch immer. Mir egal. Okay, die beiden kommen jetzt so klar. Oh, nicht schon wieder dieser grauenvolle Tinder-Simda-Film. Oh, wie ist denn jetzt so voll so mit deiner Musik und so? Ey, das Einzige, was ich von dir so mal höre, sind Schnarchlaute so voll so in der Nacht, aber ansonsten... Ey, sag mal, hallo, geht's noch? Meine Musik wird voll rocken, ey. Das wird yummy, wird das, sage ich dir, ey. Oder jammy vielmehr. Naja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich kleine Brötchen verdiene, damit ich überhaupt irgendwas beitrage. Und du warst irgendwie so voll so der Geek so früher auch so irgendwie so. Willst du nicht mal so voll so mit mir zusammen so Let's Plays aufnehmen und so? Weißt du, das Einzige, was ich so machen kann, ist so Lifestyle-Zeug. So Shit, der so auch so voll so in Büchern steht oder sexuelle Sachen und so irgendwie so. Aber das ist so voll der kacke Clickbait-Kram und so Hauls, die man so irgendwie so voll so Klamotten, die man so gekauft hat. Ja, du hast vielleicht extreme Probleme, kann ich echt mega verstehen. Ja, Teller aufräumen ist ja auch so eine Sache, die muss man ja nicht machen. Können wir mit Akito. Es ist halt irgendwie, finde ich, die. Also, es gibt ja Musikerkarriere und sowas. Oh. Okay, dann können wir jetzt noch nicht auf den Pott. Es gibt ja die Musikerkarriere, aber das ist halt so langweilig, dann ist halt Akito die ganze Zeit lang weg. Ich finde es halt cool, wenn wir das irgendwie selber in den Griff. Kannst du das weglegen? Gut. Ich finde es cool, wenn wir das selber in den Griff kriegen würden. Es muss doch die Möglichkeit hier auch geben. Können wir denn schon Lieder schreiben? Nein. Wir müssen üben erstmal. Damit wir auch in der Lage sind, Lieder zu schreiben. Weil die Fähigkeitsstufe müssen wir unbedingt erreichen. Ari, geht's hier ein bisschen Film gucken? Ja, du, ich hab gesagt, ich mach ein bisschen Musik hier. Oh, dann höre ich da mal zu. Zuschauen. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, er ist krank. Bisschen verwirrt. Oh, das klingt schön. Oh, das ist echt gute Musik, kann man nicht anders sagen. Klingt echt nicht schlecht. Den Geräuschen nach zu urteilen, scheinen ganz komische Dinge in deiner Wohnung zu passieren. Hättest du etwas dagegen, wenn ich mal nachsehe? Nee, Mio, du kannst gerne reinkommen. Aber ich kann das halt nicht verstehen. Es ist nicht mal... Es gibt ja bei den Sims keine Mittagsruhe und gar nichts. Was will die denn da draußen? Muss ich die irgendwie wegschicken oder was ist los? Ach, das ist unsere Vermieterin. Geh einfach weg. Just go away. Hier wieder was Neues. Bestätigung sein. Erstmal könnte man Nachrichten lesen. Aber wie viel wird hier apropos lesen, wie gerade hört ein bisschen Musik zu. Passe. Aha. Ich werde, möchte es nicht gestört werden. Du standst nicht mal vor meiner Haustür, Junge. Außerdem hast du einen Schlüssel. Krieg dich mal wieder ein. Ich möchte mit Akito rumalbern. Aha. Wie geht denn das mit dem mit rumalbern? Ist das unter Freundschaft? Mit alten Freundshakern. Vielleicht ist das ja rumalbern. Oder ist das bei lustig? Nee, wo ist denn rumalbern? Klick hier, soziale Interaktion aus der Kategorie lustig. Da müssen wir wohl ein bisschen... Da braucht das wohl noch ein bisschen. Das ist irgendwie schon so voll, so gar nicht mal so schlecht, so die Musik und irgendwie so. Ja dann, mach das doch mal hier. Oh Gott, können wir bitte uns darauf einigen, dass du das immer zusammenpackst hier? Oh nein, wir sind benommen. Oh nein, nein, nimm Medizin. Wie ist denn das jetzt mit dem Rumalbern? Oh, das klappt jetzt auch nicht mehr mit dem Rumalbern. Schade. Wohnungsschlüssel geben. Ach man, oh, ich fand das gerade noch lustig. Dann geht's aber wenigstens hier. Was war das? Was habe ich da gerade gelesen? Hände küssen, ne? Ich glaube, es geht los. Ich glaube, da dreht Akito durch. Wieso will er mal alle Leute die Hände? Angst vor Vampiren zugeben. Er könnte ja so ein Politiker sein, der voll gegen Vampire ist. Wisst ihr so? Bisschen intolerant, weil er mega Angst vor Vampiren hat. Und dann wird später Akito ein Vampir und dann wird das voll die dramatische Geschichte, weil
Ja, ich habe Angst vor Vampiren. In unserem Level sind Vampire doch sehr gefährlich. Aber sehr schön, dass du das genauso siehst, obwohl Künstler ja mehr so ein bisschen in die Richtung angehaucht sind. Hat mich traurig gemacht, dass du so hier, weißt du, früher so in die Richtung Gothic gegangen bist. Hä, wie soll ich das traurig gemacht, nur weil ich da aussah wie ein Vampir? Ich bin doch immer noch ein ganz normaler Dude, der schreibt, isst und so. Apropos Schreiben, ich muss eigentlich noch arbeiten und heute Briefe schreiben und mit meiner Nachbarschaft über Veränderungen reden. Veränderungen wie Klamotten oder sowas? Also ich meine, deine Veränderung deiner Klamotten ist ziemlich cool. Ich sehe immer noch aus wie so ein langhaariges Nasslama oder sowas. Das ist gar nicht wahr, machst du Witze? Du siehst ja gut aus. Du bist ein richtiger Kutschler, aber früher dein Style war cooler. Wenn man sich als Teenager, ich weiß nicht, mit meinem Teenager-Style, das wäre, glaube ich, nicht so witzig. Ich glaube, da sehe ich wieder zu jung aus. Aber ich muss spontan Sport machen. Stevie. Okay, Stevie. Der hat gerade Stevie gesagt, schwör, der hat Stevie gesagt. Geh pullern jetzt. Wenn du pullern musst, geh pullern. Und danach kannst du hier hingehen und ein bisschen Musik machen. Okay, Eleonora, wie wär's, wenn du dein Outfit mal anpasst? Heute bin ich für das da. Swoosh. So, wir haben frei. Wir können sonst auch nichts machen. Können wir noch irgendwas anderes machen? Können wir soziale Netzwerke? Willst du mit Followern teilen? Wir sind ja gerade lustig drauf, deswegen ist das vielleicht ganz gut. Es gibt sonst noch irgendwas. Spiele spielen, Spielturnier mitmachen, online für guten Zweck spenden. Genau. Unser ganzes Geld weggeben. Aber es wäre eine gute Idee. Dann kann sie posten. Alle für einen, Simoleons für alle, Spielzeug für Senioren. Dann kann sie sagen, oh, ich habe so voll so die alten Leute so voll so unterstützt, so, ne? Und danach kann sie halt ihren Social-Media-Status aktualisieren. Das wäre eine ganz gute Idee. Boah, sie ist so voll so witzig drauf und so. Ich sehe auch voll so geil aus heute. So, jetzt muss ich erstmal so voll so posten hier so. So, erstmal voll so einen Witz des Tages, voll so einen Witz über Senioren machen erstmal. Voll krass, so. Alte Leute, ey, so voll so langsam, ne? Wenn ich versuche, die zu überholen, so bei der U-Bahn, ey, kriege ich jedes Mal voll so Aggressionen, ey. Das ist voll so anstrengend und so. Ja, yeah, voll der lustige Witz und so, mega witzig. Voll gut, ey, voll so nicht mehr so lange gelacht, so. Voll witzig, ey. Ja, schon wieder dieses Käserad-Zeug. Und so, jetzt muss ich mal voll so spenden für Senioren, damit die Leute nicht voll so denken, dass ich voll so die blöde Kuh bin und voll Seniorenhasserin und so. Sie ist halt schon voll durchtrieben, ne? Sie ist so eine richtige, wie heißt wahrscheinlich, heißt ihr Profil auch Boobies Boopy Place oder so? Keine Ahnung. Ja, es war keine große Spende. Jetzt kann sie das halt posten, dass sie voll gespendet hat und so. Wow, das ist schon hart an der Grenze. Das ist schon echt hart an der Grenze. Also Eleonora und so, ich weiß nicht. Steve ist zwar immer noch hoffnungslos verknallt, aber ob das wirklich sowas bringt. Sag mal, Hase, willst du dich nicht auch mal anziehen? Ist ja wohl... Also ich meine, ich habe kein Problem. Wenn du nackig rumrennst, stört mich das auch nicht. Aber es wäre schon... Wir müssen an unserer politischen Karriere ein bisschen arbeiten. Da könnten wir uns ja mal wieder mit unseren Politikerkollegen treffen. Wir haben ja die Großstadtkinder und dann haben wir High Society, ja. Da ist ja jetzt auch die Amanda mit dabei. Hatten wir einen Versammlungsort? Wir sind nicht hochnässig. Wir wissen einfach nur die besseren Dinge des Lebens zu schätzen. Hier ist was. Nicht freundlich zu allen anderen sein. Ja, genau. Aber freundlich zu jedem. Aber nicht freundlich zu denen. Wir kennen Claudia nicht mehr. Wir kennen die Claudia nicht mehr. Aber wir kennen die Claudia, waren wir doch befreundet. Ey, wir kennen doch die Claudia. Weil mit den anderen haben wir auch schon nicht mehr lange nicht mehr gequatscht. Da wäre es ganz sinnvoll, wir würden in die entsprechenden Etablissements. Ist das eigentlich hier auf der Welt? Ist das hier auf der. Habe ich das hier eingebaut? Oder habe ich das nur auf unserer Stream-Welt? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das hier schon platziert habe oder ob das nur auf der Stream-Welt war. Nee, die Mafia-Lounge haben wir hier, genau. Wir müssen jetzt mal in die Mafia-Lounge gehen, Leute. Ja, es wird Zeit, dass wir in die Mafia-Lounge gehen. Auf jeden Fall. Um mal richtig krasse Geschäfte zu tätigen, damit Rohan mal so die ganz harten Leute kennenlernt. Wisst ihr Bescheid? Zeit für Mafia-Lounge. So Geschäftspartner, so ominöse Politiker und Karrieren tätigen, damit es mal ein bisschen vorankommt, hier mit den Leuten darüber zu reden und so. Oh, das wird der Hammer. Da freue ich mich drauf. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren und Bewerten und für das Spinnen der Geschichte. So viele gute Ideen, Leute. So viele gute Ideen. Und ich habe auch gute Ideen.